Heute, was geht ab, Leute? Hunger. GoPlus reagiert gerade nicht, aber ist egal. Zwei Arenen hier. Noch unbesetzt, also nicht unbesetzt. Ihr wisst schon, noch neu für mich. Okay, jetzt reagiert es endlich. Setze ich was rein und zum ersten Mal was. Genau, kriege ich die Orden. Weil wir sind hier in Oberschleißheim. Gehen wir mal noch nach vorne zu der anderen Oberschleißheim, weil hier angeblich ein Pikachu-Nest ist. Ihr wisst, Shiny Pikachu ist seit einer gewissen Zeit draußen, würde ich sogar sagen. Nicht seit neuestem. Und Pikachu-Nest, warum nicht? Medaille auffüllen und gute Chancen auf ein Shiny Pikachu. Mal schauen, ob wir eins bekommen. Oberschleißheim, momentan außerhalb des Scannergebiets der Map. Dementsprechend wusste keiner, dass Oberschleißheim ein Pikachu-Nest ist. Bis vor kurzem habe ich von verschiedenen Quellen erfahren, dass es möglicherweise ein Pikachu-Nest ist. Viele Gerüchte, da musste ich ein paar Kontakte springen lassen und rumfragen und dann wurde es bestätigt. Pikachu-Nest, was ziemlich cool ist. Noch ein Orden. Das erinnert mich an die alten Zeiten ohne Map. Also ich spiele zwar mit Map, aber ich mag es auch lieber ohne Map. Es gibt ein bisschen mehr Action. Wie zum Beispiel jetzt, keiner wusste genau, ob es ein Pikachu-Nest ist und da musste man rumfragen und dies, das und auch blöd selber hinschauen. Und ja, das tun wir jetzt. Die Jungs sind auf dem Weg und das ist ein Lugia-Raid. Aber den schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr und sind auch nicht genug Leute. Aber einen Raid muss ich auf jeden Fall noch machen. Schauen wir mal, was so geht. Hast du die rote Arena? Ich wollte mich da reinsetzen. Ja, ja. Jetzt. Passt schon. Bei dir? Ja, passt, passt. So, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Aber Pikachu sehe ich nicht. Der ist hinten im Schlosspark. So, beim Luster. Nein, 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 hier. Dieser Bereich ist immer das Nest. Ah, okay. Ich hab gedacht, das fängt schon irgendwie hier vorne an. Nein, nein, nein. Hier ist kein Nest. Okay. Ich hab Panik geschrieben, ey. Dieses Abra-Nest kloppt bei dir. Kein Kommentar. Ist ein Arktis auch getaucht. Schade. Ja. Jetzt wollen wir noch einen krassen. Wahrscheinlich zwei, ja. Arktis war nicht so leicht mit drei. Ne, ich glaube, das ist sogar der schwerste, oder? Ja, der ist auch der schwierigste, also eher vier. Vier brauchst du. Aber echt einer der wenigen 40er, die Pikachu-Medaille noch nicht haben. 174, ja, Mann. Ja, so, Ziele. Noch nicht mal reingegangen, kommt das erste schon. Ja. Aber ich habe gehört, scheint die Pikachu schwer zu unterscheiden. Ja, du musst am Anfang gucken, dass das Ding glitzert. Okay. Ja. Dass dieser Stern kommt. Also ich glaube, das war garantiert keiner hier. Oh ja, der erste geflohen. Ja, ja, die sind schwer zu fangen. Also krass, Alter. Die brauchen eigentlich meistens immer Hyperball. Ja, 90 pp. Pokéball geworfen jetzt. Nein, 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 das geht echt nicht. So Leute, kurze Unterbrechung von den Pikachus, weil wir hier ein Raid haben. Wir haben beide noch keinen gemacht. Sehr verwunderlich, ja, dass Kogai gestern sogar auch keinen gemacht hat. Ja. Das heißt, heute muss er weg, bei mir auch. Es gibt nichts Besseres als Glück. Also es gab schon, aber wir sind nur zu zweit. Ja. Das ist das Problem. Wir wissen nicht mal, ob wir den schaffen. Also ich denke schon, weil Lavados ist zu dritt leicht machbar. Und der ist eigentlich schwächer als Lavados. Also. Eigentlich schon. Gehen wir rein, oder? Ja, gehen wir rein. Schauen wir mal. Das hat mich mal echt gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Das hat halt keiner probiert, weil keiner Bock drauf hatte, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Stimmt, wir haben ja für den auch weniger Zeit. Oh mein Gott. Ja, Mann, wir haben das gar nicht. Oh, gar nicht mit. Oh, shit. Das sehe ich jetzt gerade. Wir haben ja für den nur 3 Minuten. Weil Lava, das ist wie viel haben wir? 5 oder 6 Minuten, gell? 300 Sekunden, oh mein, ja. Gott. Fast das Doppelte. Ja, ich glaube nicht, dass wir es... Wobei, es schaut eigentlich gut aus, gell? Alter. Boah, es wird echt knapp. Wir sind jetzt so bei der Hälfte. Mhm. Wir müssen halt wahrscheinlich einmal wechseln. Mhm. Und so das kostet letzten. Zeit. Ja. Einmal schnell die Gearbots fallen. Ja. Und dann. Genau. Aha.
Ich überlege sogar, ob ich jetzt schon kurz rausgehe. Ja, ja, dass ich nur mit Geo jetzt mach was. Ich mach das jetzt und danach kannst du. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, besser. Ich glaube, haut mehr rein wie das. Ja, tut auch. Fuck. Ja. Er hätte nicht heilen sollen. Einer muss noch heilen. Einer muss, ich hätte echt heilen. Nicht heilen müssen. Das hätte bei mir noch gereicht. Ja. Ich glaube, einer geht noch mal kurz raus. Ja, ja. Beim nächsten Mal. Ich glaube, das hätte dann gereicht. Und kämpft Ding. Der andere kämpft weiter. Die erste Hälfte sah echt gut aus. Aber danach, sobald die Geowatts tot sind, merkst du Ding. Es geht dann immer so vorwärts. Er hat eigentlich die perfekte Attacke. Wer? Das Lava, das Lurak für uns. Ja, ja, wir haben Glück. Es zockt wenig ab und ja. Ladet den Balken für uns auf. Auf jeden Fall. Ja, wenn der Hitzekoller gehabt hätte, dann wäre es herum kann. Keine Chance, kann ich. Das ist okay, aber sofort weg. Noch ein Geowatt und einer Aquana. Du? Ja, ich habe noch zwei Despoter und einer Aquana. Na Quatsch, ein Despoter, einer Aquana. Also mit 6 Golems würden wir es schaffen, glaube ich. Ja, fehlt halt, ja. 10 Sekunden fehlen halt noch, ne? Ja. 10 Sekunden. So ein, zwei Special Moves noch. Können wir jetzt auch nicht ausholen. Nee, so knapp ist das auch nicht. Nee, können wir auch nicht. Ja, wir haben scheiß Zeit verkalkuliert, hey, dass der nur 3 Minuten hat. Du bist der Raid-Experte, Mann. Ja, ja, das ist ja das. Ich hab Glurak noch nie gemacht. Oh mein Gott. So, Glurak doch noch geschafft. Ist ein netter Herr vorbeigekommen. Hat mitgemacht. Zu zweit. Ich glaube doch, der ist zurzeit machbar mit mehr Geowatts. Ich glaube auch. Jetzt noch eine Runde ein paar Pikachus fangen. Noch kein Glück, aber wir haben auch noch nicht viele gefangen. Also da muss man, glaube ich, einmal noch sicher her. Mhm. Kommt nichts bei mir. Ich glaube, den habe ich gerade gefangen. Wie fährt der? Dann hast du den anderen, 110. 110, ne, den habe ich nicht, den 110. Ah, okay, hier, passt. Okay. Ja, super. Krasse Pokémon, ey. Ja, hier geht schon. Vorne ist, hier hinten ist noch ein Pipi, gell? Da sind sogar Spieler. Ja. Okay, mit denen hätten wir locker Arctos Raid machen können. Ja. Und wir verschwenden unseren Pass für Glurak. Oh mein Gott. Ja, Mann. Wir waren zu ungeduldig. Ja. Wir dachten, wir schaffen nichts anderes mehr in der Zeit. Ja, wir haben uns auch ein bisschen überschätzt. Wir haben gedacht, wir schaffen den zu zweit. Du hast uns überschätzt. Du hast die Zeit nicht einberechnet. Ja, das ist echt, ja. Das war echt fail. Ja. Ja, mit 6 Minuten was. Hi. Das ist ein Fansong. Warum wird überall erkannt? Ah. Das ist Elder, Mann. Ach so. Ich hab gar nicht geguckt. Also, das sind Fans. Hast du schon das Arctos gemacht, Elder? Ja. Oh mein Gott. Elder macht ohne uns Raids. Ich bin Elder. Wir mussten das Glurak machen, weil wir dachten, es kommt keiner mehr. Servus. 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 Auch auf Pikachu-Jagd. Klar, muss. Er muss? Er will kein Shiny.
So ist es. Mein Gott. Dann müssen wir dich in die geheime Pikachu-Gruppe einfügen später. Wir haben alle schon einen. Ein paar Pikachus mitgenommen. Auf einmal kamen die. Obwohl der Park gleich zu macht. Da hinten ist auch noch eins. Guck, ich will es riskieren. Wollen wir es riskieren, Jungs? Elder und ich eher nicht, oder? Oh mein Gott. Das ist egal. Das könnten oh mein Gott, Elder. Wir kommen schon raus. Natürlich. Abenteuer yeah. Jetzt am Abend. Holen wir es, oder? Holen wir es. Oh mein Gott. Das kann man schon hier sehen. Es ist 2 vor 8, um 8 macht er zu. Ein Emilio ist vorhin hier schon vorbeigeradelt. Wollte ihn schon rausschmeißen. Okay. Er gönnt uns nicht. Er gönnt uns nicht, Mann. Die anderen vom Raid sind schon alle gegangen. Ja, da laufen wir. Ah. Er ist geflüchtet jetzt. Das war unnötig. Das war unnötig. Da vorne ist auch noch einer. Also den. Ja, Mann. Und da beim Ausgang dann. Ja. Perfekt. Jetzt kurz vor Feierabend kommen wir. Auf dem Weg zum Ausgang. Genau an dem Stop, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Ist eins gespawnt. Irgendjemand will, dass wir heute Nacht hier eingeschlossen werden. Nicht? Den kann man sich echt noch schnappen. Ja. Gibt's ja nicht. Ich mach Cobra Gönnt. So. Da ist er ja schon. Wie geht's um, Jungs? Ich hab einen Stern bewegt. Weg, weg damit, ich, Mann! Aus, weg! Ich hab schon geworfen. Oh mein Gott. Es ist drin geblieben. Der höchste heute, ja. Okay. So. Das war's vom Pikachu-Nest. War nicht schlecht. Warte. Ich zähl noch kurz, wie viele wir gefangen haben. Also einen habe ich gerade geklickt, ab den letzten. Der zählt nicht. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, stimmt. 10, 11, 12. Ja, mir ist einer geflohen. 13, mir auch. Mhm. 13. 13, einer geflohen und einer geklickert. Das sind 15. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz gut, gell? Für 2 Stunden. Wir waren eh eine halbe, dreiviertel Stunde wegen Glurak weg. Raid-technisch ging auch was. Überraschend viele Leute da. Ja. Geht schon. Das war's. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr auch schon einen Shiny Pikachu habt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren und auch gönnen. Ich gönne allen. Ja. Yeah. Und Shiny. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht Pokémon ist Serious Business.